So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder bei einer kleinen Runde WoW. Ich bin ein Level 11 Priester. Wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht, wie genau das heißt, ob es das Zwergendistrikt. Müsste im Zwergendistrikt sein. Das ist keine Untergrundbahn. Okay. Also, als ich letztes Mal in Eisenschmiede war, habe ich die Untergrundbahn, so viel ich weiß, noch gesehen. Doch. Also meines Wissens nach schon. Ja, dann fahr erstmal hin und dann zeigst du es mir. Ich finde das hier so cool. Obwohl es doch so billig gemacht ist mit so. Also mit so leichten Texturen einfach. Oh, das habe ich jetzt für ein Ding bekommen. Was ist denn das da? Trixie? Mage. Habe ich noch eine Quest? Ready to turn in. Right to Ironforge. Sterling Black. Iron Attackers. Slain. Mache ich die Quest vielleicht nochmal gerade fertig? Board and Pad. Ah, nee, das ist die Bomber. Ja, hier. Weiß ich nicht. Kann ich mich hierhin wieder zurück? Ja, gehst du jetzt doch nicht nach Sturm, ne? Ich bin erstmal ganz woanders. Ich muss jetzt erstmal wieder nach Eisenschmiede überhaupt kommen. Also nicht mit deinem Ruhestein? Ich weiß nicht, wohin ich den geruht habe. Oh, die haben aber ganz schön großes Scope auf ihren Waffen drauf. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Ich verlaufe mich hier voll. Na, ich kenne Sturmwind in meine zweite Westentasche. Aber du weißt ja, ich verlaufe mich überall. Deswegen könnte ich auch kein Let's Play machen, wenn ich zu schwer werde. Doch! Beim Let's Play geht's nicht hauptsächlich darum, der Geskillteste zu sein. Jo. Hast du Let's Plays von YouTubern mit 300 und 400 Abonnenten geguckt oder hast du welche mitgeguckt, die 3, 4 oder 30, 40.000 haben? Ich weiß nicht, wieso der 12 Minecraft, aber ich glaube, die hat schon relativ. Ja, eben. Und ich glaube, das sind halt Einzelfälle von Leuten, die sich darüber beschweren. Beim Let's Play geht es um Unterhaltungswert und nicht jetzt ganz groß um den Skill. Also ich meine, es gibt Let's Player, den guckt man natürlich gern wegen dem Skill zu. Ich hab's gefunden, das ist aber im Zwergendistrikt, gell? Ja, habe ich doch gesagt. Gnomen gesagt. Ja, Gnomen, Zwergendistrikt. Beim zweiten Mal habe ich Zwergendistrikt gesagt. Ja, aber das ist ja genau, was ich gerade sagen wollte. Mir ist aufgefallen, dass es meistens immer ein paar Hater gibt bei Videos, aber es sind meistens immer mehr Likes als Dislikes. Also die Hater müssen in der Unterzahl sein wahrscheinlich. Die sind immer in der Unterzahl. Hater sind die einzigen, die sich Mühe machen, Kommentare zu schreiben. Also ich muss ja sagen, das Kaninchen sieht ja jetzt schon so von der Seite ziemlich eckig aus. Aber die Animation und die Spuren, die es hinterlässt, sind absolut flüssig. Soll ich jetzt hier eigentlich auf den Zug warten, oder wie? Sieht schon geil aus, wie der da sitzt. Bum, 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 bum. Das würde er kacken. War so ein bisschen. Ja, ich glaube, da unten muss ich hin. Da gebe ich mir mal kurz Immunity. Sterbe ich, wenn ich da reingehe und dazu kommt? Ich glaube ja. Kann man da überhaupt rein? Ja, und du kannst auch wieder raus. Du solltest da auch raus. Ich weiß nicht, auf welcher von beiden Seiten der Zug kommen wird. Also da ist ja nichts. Diese Musik. Warum höre ich hier andauernd
Jubelschreie. Keine Ahnung. Oh, da ist ein Zug. Hey. Ja, einfach rein und stehen bleiben. Früher war es ein Problem, wenn du dich während der Reise bewegt hast. Bin schon rausgefallen, glaube ich. Ja, bist einfach rausgefallen und musstest den Rest laufen. Ich würde nicht zu viel wagen. Du weißt nicht, wie viel davon Alpha ist. Ja, ich glaube, da fährst du jetzt so 5 Minuten und dann bist du da. Also der Flug ist cooler, den müssen wir nachher unbedingt machen. Ich weiß nicht, ob ich so viel Geld habe. Ich glaube, das kostet nicht so viel. Und stimmt, ich kann dir ja nichts geben. Trial Account. Also wer mal einen richtig geilen Energy Drink sucht, Monster ist klar, aber hier, Punched. Schmeckt gut. Wenn man nicht hinguckt, wo man hinläuft, was für eine Scheiße. Den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wo bin ich denn jetzt? In meinem Arsch. Nee, ich bin jetzt irgendwo rausgekommen. Sind das hier jetzt eine Falle? Hallo? Das ist eine Rattenfalle, glaube ich. Tomorrow Chicken. Ich habe jetzt eine Quest angenommen, wo ich den Ratten ein Liedchen spielen soll. Ah, Rattenfänger von Hameln. Ich glaube, ich habe sie aus Versehen getötet. Was war denn das? Ich kapiere gerade nicht, wo ich bin. Ich bin immer noch in Sturmwind. Ich graf das nicht. Geh mal aus dem Ausgang raus. Du bist doch eben im Zug gefahren, oder? Ja. Sag ich doch. Jetzt müsstest du hier irgendwo sein, oder? Ja, lad mich mal ein. I need to target something. Ich muss dich erst hinzufügen, gell? Ich hab dich hier. Ja. Hast du die Einladung bekommen? Ja. Ah, ich sehe dich, du bist die Magierpferdin. Nee, was ist das? Ja, kann ich lesen. Steht da. Militär. Milchviertel. Wo bist du? Da sehe ich dich. Gemütlich. Da stehst du rum. Ja, doch, bist ein gutes Stück größer. Was machst du da? Das sieht cool aus. Ich bin nicht mehr vorhanden. Ich kann in dich reinlaufen. Ich kann dir ja zeigen, wie meiner tanzt. Das ist gut gemacht.
wie der Blick dabei ist. Es hat mich teilweise, so dieser eine Moment, die Geste, die jetzt kommt, hat mich ein bisschen an Michael Jackson erinnert. Es ist nicht zeitsynchron hier. Ja, schon klar. Das ist WoW, da legt man nicht so viel Wert auf Ping. Da macht eine Ping um die 100, macht da schon nicht wirklich was aus. So, wollen wir jetzt nach Stormwind? Können wir machen. Um den Flug zu erleben, falls es geht. Ich habe vergessen, wie viel das kostet. Wie viel Geld hast du denn? Ja, 64 Silber. Ah, das müsste locker reichen. Wir können auch von hier dorthin fliegen. Stimmt. Aber wo, nochmal zurück, oder? Ja. Ich habe mir die Gebiete schon Ewigkeiten nicht mehr angeguckt. Dann müssen wir zu dem, ich guck mal, wo der Flugdingens ist. Hä? Ich bin einfach verwirrt, wo bin ich denn jetzt? Also, wo wird mir nochmal angezeigt, wo man fliegen kann? Wo soll ich hier hin? Der da irgendwie im Haus drin oder so? Was machst du? I have the finest wires in the land. Ich habe gerade eine alte Quest beendet. Weißt du, wo man hier fliegen kann? Latest List of Grimlock's Best Pupils. Ah. Badge of Honor. You're the honorary cleavers from Bramsack students. If you've already been to Karanos, then you should fly Griffin back and take the Griffin Master and speak to my opponent. See you soon! See you soon! Was ist los? Hier, da wo dieses Lava-Dings fällt, da müsste man irgendwo fliegen können. Ich weiß. Gut. Ich sag doch, ich kenne den ganzen Kram hier, kenne ich so gut wie meine Westentasche. Wir müssen gleichzeitig auf Fliegen drücken, dann dürften wir relativ nah beieinander fliegen. Bist du in die richtige Richtung und bin ich falsch? Geh weiter, ich drop nix. Hä? Nee, da heißt so, da hat einer den, in irgendeiner Gilde und die heißt, geh weiter, ich drop nix. Aha. Ah, hier ist es. Gut. Bin ich nicht majestätisch? Hinter dir. Hä? Links. Hä? Der auf dem Greifen tanzt. Was? Hä? Ah, hoch. Da. Okay, dann ich muss bei dem noch eine Quest abgeben. Well, also ich habe 3 Flugplätze, du hast nur einen bestimmt, oder? You have to get these to Karanos, eh? Don't want be a problem as long as you've already been. And spoken to hide and you can take reference to him. Oh, ich bin Level. Weiß. Ach, meine 50. Quest habe ich komplettiert. Ich lese mir gerade nochmal die Quest durch, die er da anzubieten hat. Ja, nur für mich. Okay. Weil ich die Questline halt gemacht habe. Ja. For a small fee, you can buy a Griffin ride to Karanos. As long as you've already been there, Griffins will only fly you to the place you've already been. So sure to be speak, Griffin Masters you see can fly him later. You've already been to a Brolan, the Griffin Master in Karanos, so you know. Turn to him and once in Karanos you can deliver Clivers. Speak with me when you're ready to go. Buy a Griffin, blah 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 blah. How are you? Ah, ich kann doch nach Sturmwind fliegen. Was 45 Kupfer. In 3, 2, 1.
Ja, es fliegt man aus diesem Loch hier raus. Ah, du bist direkt vor mir. Wenn du dich mir umdrehst, müsstest du mich sehen. Ja. Ja, den Flug bin ich schon eine Weile nicht mehr geflogen. Jetzt können wir uns zurücklegen und genießen. Und bin ich gerade dabei. Hm? Fliegt man da normalerweise immer nach Norden? Ah, okay. Nee, nach Süden. Tatsache. Also der Flug finde ich jedenfalls spannender als das... Bahn fahren? Ja. Ja, es ist angenehmer. Kostet, aber das Bahnfahren hat nichts gekostet, gell? Mhm. Naja, trotzdem ist das besser. Außer man will sich beeilen, dann geht es mit der Bahn, glaube ich, schneller. Das weiß ich nicht. Muss halt auf den Zug warten, ne? Stimmt. Das ist geil hier. Man kann jetzt nicht irgendwie runterspringen, oder? Nee. Warum werden eigentlich nicht die Level der Viecher hier angezeigt, wenn ich draufklicke? Da kommt immer so ein Fragezeichen. Oder ein Totenkopf. Ja, was heißt das? Zu hoch? Das sollt ihr sagen, ist außerhalb deiner Reichweite. Das erinnert mich voll an Lifeless Planet. Das waren auch so geile Landschaften. Ich glaube, die Texturen waren früher ein bisschen schlechter. Black Jar Cave. Hast du das schon mal? Schon x-mal. Sag mal, warst du überall? Ich habe so gut wie überall schon gelevelt. Krass. Das alles, die ganzen Gebiete, durch die wir hier fliegen und wo du jetzt halt warst, außer Pandaria, das sind alles Sachen, die hat WoW schon vor 5 Jahren oder so gehabt. Ja, und wie lange hast du dafür gebraucht? Ich bin früher halt immer mit Marvin durch und immer auf Privatservern. Ja und? Das halt schnell, geht schneller. Da gibt es Privatserver, da levelst du mit doppelter und dreifacher Geschwindigkeit. Hast du das dann gehackt oder wie? Nö. Das sind Privatserver. Da kann man alles einstellen, wie man will. So, ja, also. Da kann man auch einstellen, dass alle fliegen können. Cool. Das hier solltest du dir merken. Dieses kleine Tal hier, da kommst du nicht natürlich hin. Sondern? Gar nicht. Deswegen ist hier auch niemand. Hier ist wunderschön zum Durchfliegen, aber du kommst hier nicht hin. Weil ansonsten wären hier, glaube ich, mehr Leute. Nicht ohne Hex. Ja. Der Wasserfall da hinter dir jetzt. Ja. Der verhindert es. Ja, aber zu dem anderen, da kommt man doch auch nicht, oder? Zu welchen? Zu den anderen? Vorher waren. Die Steppe? Ja. Diese brennende. Doch, da kommt man hin. Okay. Alien Forest. Aliens Territory. Alliance Territory. Du, die du, die du. Gibt es viele Orte, an die man nicht hinkommt? Es gibt den einen oder anderen. Aber es ist nicht so, dass das meiste der Welt unerreichbar ist, oder? Ah, Moment. Ich weiß nicht, ob man mit Flug mittlerweile dorthin kommt. Puff, und da bin ich. Genau, ich muss jetzt mit dem... Muss ich mit ihm reden? Well met. Hier kann man ja Nein, muss ich nicht. Kaufen, oder die Alliance. Flying Trainer. Hallo! Ab Level 60 kann man sich einen Greifen für 47 Gold kaufen. Ja. Und das Fliegen? Was kostet? 273 Gold? Safe Travels! Wo kann man fliegen? Hier beim Flying Trainer. Da. Ey, da wird mir gar nichts angezeigt. How are you? Keep your feet on the ground. Das hier. Trade District. Ja. Ja, die Goldinflation ist ziemlich hoch gegangen. Seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, mittlerweile schon. Wie viel kostet so ein Gold? Keine Ahnung. Du kannst dir, glaube ich, eine WoW-Marke kaufen für, was weiß ich, 10, 15 Euro und die wird dann zu, ich weiß nicht, was der letzte Stand war. Wo bist denn du?
Bin jetzt auf dem zentralen Platz. Wo läufst du denn rum? Jetzt da vorne rechts. Hier. Ah, so klein. Ja, leicht zu übersehen. Das ist im PvP manchmal ganz gut. Du bräuchtest irgendwann so einen Kauf. Du bist halt so fett, ich kann mich in dich reinstellen. Ich bin nicht fett, ich bin kräftig und stark. Du bist fett. Das liegt daran, dass ich gemütlich bin. Ja, nein, du bist gemütlich. Und weil ich gerne esse, das ist meine Leidenschaft aus Pandaren. Wie war das? Freundschaft, Liebe und Essen oder so, das sind die wichtigsten. Was sind wir jetzt? Ich bin nicht drauf gefahren. Wo bist du? Ich bin immer noch auf dem Zentralplatz. Mal zur Kathedrale gehen, die ist sehr schön. Kathedrale? Ich werde dich mal gucken, wo die ist. Ich weiß, wo die ist. Aber ich nicht. Ah, jetzt hier lang. Ah, jetzt ja, alles klar. Eine Insel. Du könntest ja auch vor der Kathedrale treffen. Die Ratten hier habe ich immer gern als Magier mit der Arkanen-Explosion getötet. Und das passt du dir irgendwie. Jenkins! Ich weiß nicht, war das hier? Ich seh dich. Da bist du. Ja, hier ist ein Schneidergeschäft. Was war ich nochmal? Priester, genau. Ah, da müsste es in der Kathedrale müsste sogar mein Priestertrainer sein. Moment, was war das hier? Ah, Cathedral Area, genau. Schön, schön. Ja, ist am Ambiente haben sie gearbeitet. Brunnen springen. An Trevi-Brunnen oder was? Keine Ahnung, an irgendeinem Brunnen halt. Da waren noch viele Brunnen. Ja, doch, wieder war. Die sie sich eigentlich gar nicht leisten können mit ihrer Wasserknappheit. Pause. Warum kann ich mich nicht dazu setzen? Weil ich es besetze? Jetzt setze ich. Greetings, Priest. Welcome to the Cathedral of Light. Eine vermummte Figur. Brother Benjamin, Priest Trainer. Reset, reset, reset. Oh, ich will gar nichts resetten. Gibt's hier nicht irgendwo einen Paladin? Na, geht. Wir könnten zur Bank gehen, wenn du willst. Da könntest du deine Sachen ablegen. Na, kein Bedarf. Good day to you. Na. Geht es hier erst weiter, weil ich noch so niedrig bin? Welches Level habe ich eigentlich? 26. Safe travels. Safe travels. Und wir sollten auch zum Schloss gehen, da ist es nämlich auch schön. Ich glaube, das Schloss habe ich noch nicht so... Doch, das Schloss habe ich mal ganz gesehen. Aber es ist halt, da ist viel Grau innen drin. Ja. Aber ich werde hier wahrscheinlich häufiger her müssen, weil hier mein Erste-Hilfe-Trainer ist. Hier gibt es übrigens so eine Quest, wo man Luftballons sammeln soll. Mhm. Kennst du die? Ich glaube ja. Guck mal, da ist ein Hund. Bin schon längst weitergelaufen. Doch auf der Map, du bist an mir vorbeigelaufen. Das ist halt so klein. Wenn wir reinspringen. Das ist, ich weiß nicht, ob man da so einfach wieder rauskommt. Doch. Vor allem hier ist auf so ein Steg. Ja, stimmt. Moin.
meine Katze schwimmt sich so aus, wie sie auf dem Boden laufen. Früher konnte man hier irgendwo mal ziemlich leicht aus dem Wasser raus. Ich glaube, das geht nicht mehr. Sie könnten noch ein bisschen am Ambiente arbeiten, indem sie hier Leute mit dem Boot wirklich rumfahren lassen. Ja, zum Beispiel Fischerleute oder so. Nee, hier kommt es ja nicht aus. Ja, you need to upgrade your account, um... Kannst du mir mal kurz helfen? Du musst dich vor ein Boot schwimmen, hier, so. Warum kann ich gerade nicht zurückrollen? So. Ah. Guck mal hier. Direkt vor ein Boot. Ja. Und dann springen und dann erst laufen. Nicht 5 Meter vor ein Boot, du kannst keine 5 Meter weit springen. Ja, weil immer wenn ich ans Boot gehe, komme ich unter Wasser. Ja, nicht so weit. So, hier. Ich dachte, ich komme dann immer unter Wasser. Ja, das ist das falsche Boot. Na, hier geht's besser von hinten. Erst springen, dann laufen. Okay. Walk the line. Who's that? Die haben immer so merkwürdige Augen. Sind es sich LEDs in die Augen verpflanzt? Ah! Baumgestalt. Was ist das? Baumgestalt. Warum? Die Heilstärker. Moment, wo bin ich hier jetzt? Mal, der hat das Bauch rein. Moment, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Hier haben sie ein bisschen was am Boden gemacht. Ja, der Baum tanzt auch geil. Hä? Speak quickly. Speak quickly. Siehst du den unsichtbar hier? Ja. Ich glaube, ich fahre wieder mit der Bahn zurück. Ich will noch ein paar Zwergenquests machen. Machst du dir dann später Sturmwind auch aus zu Hause? Ich mache mir immer das als zu Hause, wo ich am häufigsten bin. Oder wo gerade meine Händler sind. Was machst du? Blödsinn. Dwarven District. Keine Ahnung. Einen Vogel hätte ich gern. Ja, der ist wahrscheinlich gut teuer. Meinst du, den kann man auch so irgendwie erwerben? Weiß ich nicht. Ach, übrigens, hier ist der Ort, an dem du jetzt, an dem du häufiger sein wirst, wenn du deinem Beruf nachgehst. Warum? Weil hier ein. Bei dem Typ hier kriegst du. Du machst doch Schmied und Ding, oder? Nein, ich mach Lederverarbeitung und Kirschnerei. Achso, okay, dann wirst du hier nicht sein. Kirschnerei? Ja, Kirschnerei. Wo bist du? Gone. Ich sehe dich nicht. Ich bin weg. Ja.